3-2-1. Los! Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Shadow of... Halt die Fresse! Shadow of Darkness. Hier ist ein Hund, der uns begatten möchte. Ja. Ich habe natürlich schnell noch gegessen. Das heißt schnell, mit Liebe Essen gemacht. Achso, ich bin ja erst hier. Ich habe irgendwie gerade kurz gedacht, ich bin schon gleich draußen. Ich habe mir schön selber Baguettes gemacht. Die haben so geil geschmeckt. Jetzt habe ich natürlich auch wieder Sodbrennen. Da muss ich mal Schleichwerbung machen. Für Gaviscon. Das ist so ein Gel. Das legt sich wie eine Schutzschicht über den Mageninhalt und die Speiseröhre. Und dann ist das sofort weg. Das ist voll geil. So, und der Dude sagt hier gar nichts, dass sein Hund gerade erschossen wird. Oder warten die noch ganz feige da hinten? Hä? Ich dachte irgendwie gerade, der andere stirbt zuerst. Der ist einfach aus Solidarität mitgestorben. So, jetzt können wir hier hin. Ich habe mir übrigens schon angeguckt in dem Video. Wo das nächste Secret ist. Das ist ja hier auch noch irgendwas, wo ich hin kann, ne? Ah, vielleicht soll ich auch mal einfach weitergehen. Ja, dann weiß ich nämlich schon mal, wo das ungefähr ist. Und das wird wohl nicht in allzu ferner, nicht in nächster Zeit sein, würde ich sagen. Qualmt das da? Warum qualmt das da, habe ich gesagt. Meine Stimme war einfach gerade... Ja, ich glaube, es ist besser. Ich gucke mir lieber einmal kurz in den Videos an, wo die Secrets sind und was für Umgebungen, damit ich auch ein Bild dazu habe. Weil das da mit dem, was ich mir da aufgeschrieben habe, mit irgendein Kanister. Was sind Kanister? Ich habe bestimmt wieder irgendein englisches Wort falsch verstanden. Was ist das denn? Das hier alles für komische Gegenden. Die führen irgendwas im Schilde. Das sieht aus wie eine Kirche hier. Oder so eine Kathedrale. Da ist Feuer drin. Kirche brennt. Lalalala. Was für ein lauschiges Plätzchen für ein Kaffee. Schön neben der Baustelle und Zäune und Lara rennt in die Blumen rein. Einfach so einsam im Medipack rum. Hä? Sieht da witzig aus. Nimm mich, sammel mich ein. Hab mich lieb. Was ist das jetzt hier? Geht das? Kann man das aufschieben oder? Überall sind Schlösser und schwere Dinge vorgeschoben und Lara macht die Kirche einfach so mit der Hand auf.
Gucken wir mal hier. Es war so klar, das ist. Oh. Dass das Minipack da liegt, das ist so klar. Warum habe ich das nicht gleich gemerkt? Alter, mein Herz. Warum schrei ich denn so? Wie so ein Opernsänger. Oh Gott, ey. Auto fahren können die auch nicht, ne? Oh mein Gott, ich fahre hier fast rein. Ist das jetzt so? So für immer? Ist das jetzt so ein, tja, Chance verpasst? Selber schuld? Mit diesem komischen Auto da? Das böse Auto bei in dem Zoo-Level von dem Add-on. Wenn man das berührt, stürzt das Spiel ab. Oh Gott, ey. Was soll ich jetzt hier machen? Soll ich mich jetzt hier in dem Ölwasser wälzen? Oder? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, das soll nicht so sein. Und ich habe es jetzt kaputt gemacht. Aber ich habe ja auch noch nicht gespeichert. Aber ich weiß ja, wo das nächste Secret ist. Also kann das so... Achso, da klettert einfach am Kran. Ist die bescheuert oder was? Wollte eigentlich nur speichern und nicht abfallen. Boah, da voll die Mega-Rutsche da. Achso, ich muss ja gucken, welche Richtung der Kran überhaupt zeigt. Der zeigt nach dahin. Okay, nicht, dass ich hier auf der falschen Seite kletter. Achso, ich könnte eventuell aber um die Ecken dann. Und da ist eine Glocke rechts. Wenn ich ein Lasersight hätte, könnte ich ausprobieren, ob man darauf schießen kann. Da wäre das schon das dritte Let's Play in Folge, wo man auf Glocken schießen muss. Und da hinten ist ein Kreuz. Boah, ist das hoch. Ja. Ja. Wieso ist da jetzt auch ein Secret? Habe ich... Guck, wie ganz klein das am Hintergrund ist mit dem Pisser. Ah, und da auf diesen Paneelen da, oder was das ist, da ist ja auch noch was. Vielleicht kann man noch da irgendwie rüber. Ich brauche mal mein Fernglas. Habe ich überhaupt eins? Oh, nee, es ist ja Tomb Raider 3, Lara. Die hat kein... Da! Wieso ist denn das in dem Menü? Das habe ich noch nie gesehen. Hallo. Achso. Oh, immer diese umgekehrte Steuerung. Das ist gerade ernsthaft mal dieses erste Gefühl, dass ich ein Fernglas richtig brauche, um eine Umgebung auszugucken. Das ist doch so einfach im Nichts liegt. Wieso? Ich hab da jetzt auch nicht mit gerechnet, dass hier noch ein Secret ist. Da oben liegt Munition. Sieht aus, als ob da eine Nische ist. Und der Mann kommt. Ich war da unten drin, ne? Ich war da gar... Eigentlich war ich doch da gar nicht drin, oder? Bin doch da unten hier in das Ding rein. Aber vielleicht ist das ja auch das nächste Level. Schläft ein Hund. Hä,
Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Sorry, ich finde es hier gerade so spannend, mir das hier anzugucken. Oh mein Gott, was ist das? Ich habe mir kurz das Video angeguckt und dieses Secret da kommt ganz zum Schluss. Also muss ich noch keine Angst haben. Da ist schon wieder das böse Auto. Hat es den Typen da erlegt oder zerlegt? Ist das doch viel zu rutschig, oder? Ja. Was kann ich jetzt hier Tolles machen? Kann ich da raufspringen oder was? Oh! Das hat hoffentlich keiner gehört. Okay, drittes Let's Play in Folge, wo man eine Glocke läuten muss. Ich habe eben schon mal gespeichert, aber egal. Oh, da krieg ich richtig so einen kribbeligen Hintern, wenn ich da hänge. Ah! Oh Gott! Wieso hält sie jetzt nicht so spät erst fest eben? Dahin. Soll ich jetzt hier so einen Bug ausnutzen oder was? Ist denn da noch irgendwas, wo das aussieht, als würde man von... Oh, diese scheiß Textur, ey. Da verschwinden mal Objekte. Ist denn hier irgendwas, was so aussieht, als ob man von daher kommen würde? Ich habe noch mal kurz mit dem Video abgeglichen. Sehr schön. Sehr schön. Ich wollte sprinten. 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 Fackel. Sprinten. Fackel. Sprinten. Ich habe eine Fresse. Weiß jemand, was für ein Instrument das ist, was da jetzt gerade spielt? Ist das ein Vibraphon? Oder ein Xylophon? Oder eine Marimba? Oder ein... Was gibt's denn da noch? Warum ist das hier so krisselig? Au. Was soll ich denn jetzt hier machen? Was? Was macht sie da? Ah! Ach so, ich kann nur beide einmal drehen. Das Secret befindet sich übrigens hinter diesem Block.
der jetzt gar nicht aussieht wie eine Tür. So, was für ein Hintergrund wird hier wohl sein? Naja, klar. Das hier finde ich irgendwie gruselig, diesen ganz langen Gang da. Ich weiß überhaupt nicht, was das hier soll. Kann ich nicht wieder nach Hause gehen? Fackeln. Ganz neu, was ganz Neues. Mann, ist das hier eng. Da ist das Secret. Rums. Secret. Umgang. Also den offiziellen Weg. Ist das jetzt hier nur so ein Secret Awareness Room oder was? Okay, man merke, fackeln. Wir müssen Feuer machen. Oder entnehmen. Hier sind genug Kerzen, die man anzünden kann. Oben ist auch irgendwas. So, ach, Angst. Mir fällt gerade ein, ich, wie soll ich denn das Feuer, ich habe keine Ahnung, was ich mir gerade dabei gedacht habe, irgendwie habe ich gerade gedacht, ich kann das Feuer mitnehmen zum Fackeln. Okay, also muss ich das Feuer, hä? Manchmal nimmt man das Feuer ja auch nicht so wahr, dass man sagt, da ist eine Feuerstelle, sondern dass man irgendwie so das Feuer schon normal ist und man das gar nicht mehr so sieht, dass das eine Feuerquelle ist. Ich höre das Feuer ja sogar. Aber das bringt mir leider auch nichts, wenn ich es nur höre. Oh, ich dachte gerade, das habe ich da doch durchgeflutscht. Hier muss doch jetzt irgendwas sein, was mich da, was mir die Möglichkeit gibt, dass ich ein Feuer mitnehmen kann. Ich sehe auch gerade. Das Feuer, da kann ich, glaube ich, gar nicht nehmen, weil bei den Kerzen wollte sie doch schon im anderen Raum nicht was von haben. Keine Ahnung. Gott, Entschuldigung. Dann gucke ich mir den Raum doch nochmal an. Genau, wir gehen erstmal seitwärts. Das ist ganz wichtig. Denn hier irgendwelche Hebel, die irgendwas machen.
Und da kann Lara neuerdings mit einer Fackel Leitern hochgehen. So wie Lara an Palmen klettern kann, das wäre ja der Knaller. Habe ich das hier nicht eben schon mal angeguckt? Nee. Da muss doch irgendwo ein Weg sein. Dass ich mit der Fackel irgendwo hin kann. Geht doch sonst nicht. Wo bin ich jetzt bei der Fackel abgeblieben? Da. Einmal was ausprobieren. Nein, kann sie nicht. Da ist schon mal eine Luke. Das habe ich vorhin auch nicht gesehen. Jetzt habe ich mehr Fragen als vorher. Wie geht die Luke auf? Ich weiß zwar nicht, was ich da machen soll, aber wie geht sie auf? Was soll denn dieser ganze Raum hier? Kann doch nicht sein. Secret so einen ganzen Raum hier kriegt. Es ist wieder an der Zeit, wild in der Gegend herumzuschießen. Ich habe null Ahnung, was ich hier soll. Sollte ich das Spiel vielleicht zum 50. Mal pausieren und in das Video gucken? Wahrscheinlich ja. Es ist wahrscheinlich wieder was ganz Einfaches. Ich guck das Scheißding nach vorhin schon an. Was ist ein Knopf? Ich habe eben noch so dran gedacht, ob ich da mal dran drücken soll, an der Figur selber, ob man die verschieben kann, aber dahinter gehen, nee. Das sah viel zu eng aus. Ich sag ja, es ist immer alles am Ende ganz einfach. Das ist eine Speisekarte, oder was? Ein Schiebeblock. Wozu brauche ich hier einen Schiebeblock? Kann ich ja. Kann ich auf diese Plattform schieben? Das ist gar kein Schiebeblock. Ich habe unterstellt, dass es einer ist. So, jetzt laufe ich hier einmal im Kreis und sehe wieder das, was ich sehen muss, nicht? Und frag mich dann wieder. Oh, das ist Uzi. So gut getarnt. Herzlich willkommen bei. Was soll ich hier? Ach, da. Ich muss das einmal laut aussprechen, dann geht das. Natürlich in der hintersten Ecke. Ah. Jetzt haben wir was zum Schieben. Ah.
Was? Ey, ey! Ich hab doch schon lange losgelassen. Das soll bestimmt darauf. Das ist das Einzige, was ich hier hab. Und der ist auch von allen Seiten verwendbar, weil der in alle drei Richtungen zeigt. Wie jetzt? Ich muss einmal alles einzeln schieben hier, oder was? Achso, ich dachte schon. Feuer! Ich habe Feuer! Jetzt sind aber die Feuer erst schon an, die ich dachte, dass ich sie anmachen muss. Hä, was habe ich jetzt davon? Ah, ich zünde es einfach mal an. Bleibt ja nichts anderes übrig. Irgendwo hier habe ich das Stöckchen hingepfeffert. Da. Das ist nämlich jetzt so ein Feuer, wo Lara hier auf dem Podest stehen kann. Na, anders kommt sie ja da irgendwie nicht ran, weil sie an ihren Arm nicht hochheben kann. So, jetzt soll hier irgendwas sein, was ich anzünden kann, weil sonst weiß ich gerade nicht weiter. Ah, sie kann da durchgreifen. Lara greift durch. Mein Glück. Now it is visible. Also... war da doch was. Feuer lasse ich vorsichtshalber mal hier. Guck, kann man durch. Oh, ich habe bei dem... Aha. Ich habe bei dem Geräusch gerade schon voll einen Schreck gekriegt. Ah, hat ja nichts getan. Oh, unprofessionell. Brenne ich da jetzt nicht? Schützt mich das? Ich glaube, hier ist das jetzt. Das Secret, wo ich eben noch meinte, es ist noch ganz weit weg. Hinter diesem Bild hier oder was auch immer das ist. Ah! Ist noch so ein Hebel. Und der macht, glaube ich, hoffentlich diesen Block runter. Genau. Ja, ich hab's gesehen. Das ist ein abgefahrener Scheiß, ey. Machen wir das mal schnell und dann rennen wir hier oben weiter. Blub. Ja. Oh. Wenn das so weitergeht, dann haben wir uns das Bonus-Level aber auch verdient.
Also, mal abgesehen davon, dass ich das alles nachgucke, aber allein, dass man sich die Mühe macht, die alle zu holen, ist ja nicht wichtig fürs Spiel. Na, alt. Alt. Oh nein. Ja, ich dachte, ich könnte damit schneller, aber... Da habe ich mich geschnitten. Ganz dollen Finger. Man muss einmal in die Luft springen. Es geht sonst nicht. Das ist eine Kette oder ein Seil? Da hinten kann man mal wieder klettern. Haben wir diese Metallleiter-Elemente hier mitten in so einer alten Kathedrale. Und da ist ein Hebel. Mache ich damit die Luke auf? Oh, warum muss das auch noch so poltern dabei? Ich habe Angst. Jetzt weiß ich, was hier so poltert. Überleg gerade, ob man das schaffen könnte, theoretisch. Dass man da lang hüpft und sich da hochzieht. Falls das so scheiße ist. Null. Denk dran, null. Oh, da war sich aber auch erschrocken. Habt ihr das gesehen? Ich muss ja auch hochklettern. Vielleicht? Ich war gerade so erschrocken darüber, dass ich das geschafft habe. Dass ich ganz vergessen habe, einfach weiter zu klettern. Kann ich mir das hier nochmal angucken und feststellen, dass hier nichts ist? Oh mein Gott, das hat ja haargenau gepasst. Achso, ich kann jetzt hier einfach runterfallen. Ich noch höher. Immer higher. Oh, wir kommen auf die Dächer. Und ich krieg schon wieder Hummeln im Arsch, weil ich an die Secrets denke, die ich jetzt verpassen könnte, weil ich dachte, ach, das hier in der Kirche ist noch so weit weg. Da liegt was da hinten. Seile. Unsere Hauptspezialität. Ich wusste eben gerade nicht mehr, wie man schwingt. Ist doof, oder was? Ui. Aber immer noch besser als diese scheiß Schwingstangen. Oh, ist so spannend. Es fühlt sich an wie so ein Tomb Raider 3 London Level, wo man irgendwo rausglitscht. Auf den Dächern laufen kann, da wo man immer hin wollte unbedingt. Oh. Ach, sag mal, besoffen hier oder was?
So. Wo sind wir denn jetzt? Da liegt Schrotflinte. Wo muss ich denn jetzt hin? Ist das ein Hebel oder sieht das nur so aus? Das muss ich genauer untersuchen. Wenn ich da hinkomme. Oh, was ist denn das? Eine Brechstange. Hoffnungsmusik. Theoretisch kann ich ja da hoch. So, wie komme ich jetzt heil runter? Da nicht. Oder ich springe einfach hier ran. Guck mal, das geht doch. Und dann nehme ich hier nochmal. Genau. Mann, Nara, bist du denn so glitschig? Ich denke mal ganz kurz. Ach, das schafft sie auch ohne festzuhalten. Och, sag mal, ey, wenn das einer sieht, ey. Ich mach das schon wieder. Ah! Und nochmal Rücken brechen. Ich will irgendwie mal so flink und schnell sein und alles ganz schnell machen und Zeit sparen. Und am Ende dauert das länger, als wenn man es einfach ganz normal macht. So. Oh Mann, was sieht da so erotisch aus, dass da noch was ist. Ich soll jetzt wahrscheinlich dahin, wo die Brechstange zum Einsatz kommen soll. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann dabei, wenn es heißt. Brechstange. Hä, wo habe ich das denn jetzt gesehen? Ach, ich weiß wo. Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Ciao!